Silvan, ein paar Stunden nach dem 0:3 gegen Vitoria, wie haben wir die Niederlage verarbeitet? Ja, es ist natürlich bitter, aber wir haben jetzt alles analysiert und wissen, was wir besser machen müssen. Was ist bei dieser Analyse rausgekommen? Ja, ich glaube, die Kommunikation in der Mannschaft auf dem Platz muss direkter, konkreter sein. Aber ich glaube, wir müssen es auch positiv sehen. Die erste Halbzeit haben wir eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht und das müssen wir jetzt als nächstes Spiel wieder mitnehmen. Eben, du sagst, also, es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag schon der nächste Match gegen Lausanne-Sport. Was erwartest du für einen Match? Ja, es wird sicher auch wieder ein hitziger Match mit vielen Duellen und die Duelle müssen wir einfach für uns entscheiden. Wie sieht es mit der mentalen und mit der physischen Frische aus? Ja, jetzt sind wir doch schon 2-3 Wochen dran mit diesen Doppelbelastungen und ich denke, wir haben das langsam in den Beinen und können wieder mit Frische am Sonntag starten. Lausanne, was erwartet ihr vom Gegner? Ja, sicher ein spielstarker Gegner, wo wir wissen, wo wir auch schon ein paar Mal gespielt haben. Und ja, genau. Trotzdem, letzte Saison haben wir gegen Lausanne nicht gewinnen können. Was muss besser werden, dass wir es jetzt das Mal bezwingen können? Ja, ich glaube, das letzte Drittel, der letzte Pass, die Flanke, die Effizienz vor dem Goal und dann kommt es gut. Danke vielmals, viel Glück. Merci.